Ich würde dich freudig grüßen, Bruder, doch werde ich das stechende Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmt. Ich folgte dem Abt und ließ ihn nicht aus den Augen. Aber die Mönche, seine Diener, niemand ist zu sehen. Sind sie tot? Das glaube ich nicht. Aber in dieser Grabesstille liegt nichts Gutes. Und wo ist der Abt jetzt? In sein Gemächer. Komm, aber sei wachsam. Stinkt es für dich nicht auch nach Verrat, Bruder? Warum sollte der fromme Hirte sich mit der Heretikerin zusammentun? Künebert ist ein Mann, der nach Macht und Einfluss giert. Da Tedmund tot ist, muss er das woanders finden. Das ist wahr. Halte deine Augen offen und deine Klinge bereit. Künebert, deine Gäste sind da. Kommt, das Essen steht bereit. Der liebe Abt schickte mir eine herzliche Einladung. Er sagte, meine Freunde wollten mich sehnlichst sehen. Ich weiß, es ist etwas früh für ein Abendessen, aber Künebert's Ale passt so gut zu gebratenem Lamm und Zimt-Blaubeererbsen. Ich konnte nicht widerstehen. Wo ist mein Bruder? Ist er nicht hier? Mon Dieu, ich habe ihm nichts gesagt. Töte sie, und wir finden Sigurd nie. Setz dich, Eivor. Iss. Und lass mich dir die Geschichte eines Mannes erzählen, der mit Göttern spricht. Du verlachst mich? Ich habe für weniger getötet. Natürlich hast du das. Läuft es nicht so in dieser hässlichen Welt? Wir beide dünnen die Herde aus, wie wir es für sinnvoll erachten. Die meisten auf Erden sind kaum mehr als sprechende Blutblasen. Verschwendetes Fleisch. Doch nicht Sigurd. Sigurd ist anders. Sigurd wurde berührt. Er ist göttlich. Die Götter, sie sprechen durch ihn. Du fängst ihn ein mit dieser Lüge. Deine Worte sind Pest und Galle. Du hättest zuhören sollen, Eivor. Ich versuchte es dir zu sagen, die Götter sind echt und ihre Macht in Reichweite. Du wirst ihn nie finden. Nicht, bis ich alles habe, was ich will. Auf alte Freunde! Das ist köstlich, Künebert. Schmecke ich da Nelken? Nun, damit ist das Abendessen beendet. Tötet sie und bringt ihre Leichen in mein Sanktum in Kantwarebuch. Sie werden bald über uns herfallen. Vielleicht gibt es einen anderen Ausweg. Verriet, dass ihr Sanktum in Kantwarebuch ist. Ja, und das ohne Not. Ich würde mich dem Ort vorsichtig nähern. Es könnte eine Falle sein. Vielleicht. Aber eine andere Spur haben wir nicht. Ich hoffe, all diese unschuldigen Opfer sind es wert. Es geht um Sigurd, meinen Bruder. Natürlich sind sie das. Na dann komm, tauchen wir hinab in das Maul des Todes. Ich wollte meine Winterjahre ohnehin nicht erleben. Dies wird nicht umsonst sein, Eivor. Wir werden Sigurd finden. Nicht nur ihn. Ich will vor...
diese Lande der Sommer, Nebel und dunkel träumenden Wälder. Ich sehe Geheimnisse und will Englerland erkunden. Alles. Und doch wendet es sich überall gegen uns, knurrend wie ein Hund in der Enge. Mich hier nieder... Doch wendet es sich überall gegen uns, knurrend wie ein Hund in der Enge. Mich hier niedergelassen zu haben, erscheint wie eine schlechte Idee. Vielleicht scheiden die Sterne deinen Weg. Und du wirst dies nie Heimat nennen. Vermisst du das Land deiner Geburt? Werde, wird das unschön. Hier wimmelt es von Fulkes Leuten. Sigurd wird sicher gut bewacht. Wir sollten uns vorsichtig und unauffällig verhalten. Bereit? Waffen, Bassi. Also sollen wir einfach wie Ochsen hineinstolpern? Das ist eine Falle. Warum sollte Fulke uns ihr Sanktum überlassen? Sie lockt. Fürchterlicher Schwachsinn gibt mir recht. Wir schaffen das! Was wir dort auch finden, bewahre einen kühlen Kopf. Du tadelst mich wie ein Kind, was das überlebst. Ende berichte nicht. Du hast in deinem Leben noch zu erreichen, das war... Noch mehr Rätsel, Schnauze? Keine Rätsel. Hey, ich schaffe das nicht allein.
keine Rätsel. Ich spüre Großes in euch beiden. Es ist nicht dein Schicksal, die Steine dieses Gotteshauses mit deinem Blut zu beflecken. Wenn sie noch hier ist, brenne ich dieses Kestos-Haus nieder. Sag gute Nacht! Das muss der Weg zur Volkes Sanctum sein. Dann gehen wir. Tötet sie beide! Du spielst ihr in die Hände. Die Pläne für die große Feste in Westsexe. Hilft uns irgendwas davon, dort einzudringen? Thank you.
Was ist los? Sag, du hast was gefunden. Was Brauchbares. Vielleicht eine Feste in Sutzexe. Da bildet der Orden Soldaten aus. Wir müssen sicher sein. Sigurd, bleibt nicht viel Zeit. Sonst irgendwas? Schriften, die für die Verborgenen von Interesse sind. Heitam will sie sicher sehen. Aber was Sigurd betrifft, ist unser einziger Hinweis Portcaster. Wenn er im Kastell von Portcaster ist, werden wir ein riesiges Heer brauchen. Ich habe inzwischen viele Freunde in Engelland. Wenn ich sie bitte, werden sie kommen. Das werden sie. Basim, sie hat ihm den Arm abgeschnitten. Kann man einen solchen Verlust überleben? Körperlich ja. Geistig ist es schwer zu sagen. So etwas kann jemanden in die Verzweiflung treiben. Wenn du meinst, dass er sich wie Tedmund umbringen könnte, verbanne diesen Gedanken. Ich muss meinen Leuten sagen, dass Jarl gefangen bleibt. Das wird ihnen nicht gefallen. Wir werden nicht noch einmal scheitern, Eivor. Ich spähe voraus und sende Kunde zur Siedlung, wenn ich mehr über Portcaster weiß. Sei bereit.